und es geht los. Ich bin ja gespannt. Aalglatze, der alte Lümmel, hat im Discord geschrieben, Alden, hier steigen sie richtig ein. Link zum Discord unterm Video und da gibt's dann auch den Beitrag von ihm. Und ich teste jetzt hier natürlich erstmal auf Herz und Nieren, was denn hier so reingeht. Und bisher, kleine Brasse, kleine Güster. Ich hoffe mal, dass da noch was Dickes reinballert. Wir haben es jetzt gerade 22 Uhr durch, die nächste Lütte Brasse. Na, ich bin übelst gespannt. Also, mehr Futter rein, die Brassen vertragen noch was. Ich schmeiß nochmal zwei, dreimal rein. So ungefähr 10 Bällchen sind aber schon drin. Ja, ziemlich genau sogar. So, raus damit. Also, ganze Area weiträumig angefüttert. Zack, raus damit. Auf 15 Meter, gib ihm. Brasse will fressen. Große Brassen wollen mehr fressen. Jawohl. Und die großen Brassen, die wollen wir. Und dementsprechend raus mit dem guten Brassenfutter, wenn du Brassenfutter noch nicht herstellen kannst. Gas geben. Ab zum Windenbach, kleine Fischis rausziehen und danach Attacke Vollgas hier mit jedem kleinen Fisch Brassenfutter herstellen. Futtermische skillen, Köderbeschaffung skillen, wie auch schon in den ganzen Tutorials gesagt, ich verlinke das auch nochmal. Anfang von vornherein Futter zu skillen bis zum Knoblauchteig und Köder zu skillen bis zum Knoblauchteig und Futter zu skillen bis zur Stufe 3 sollte das sein. Und dann kann man auch schon die normale Brassenfuttermische herstellen. Wir haben es gerade ein bisschen windig hier. Das heißt, ich werfe geradeaus und das Ganze landet so ein bisschen, ja, ein bisschen weiter links. Driftet immer ein bisschen weiter ab. Das ist gerade etwas nervig. Daher habe ich jetzt einen ziemlich weiten Bereich hier gerade angefüttert. Ich hoffe, dass das hier futtermäßig so langsam auch an der Stelle, wo ich hin will, so langsam klappt. Ja, ich bin hier mit einem relativ leichten Setup unterwegs. Vorfachstärke 6,4. Wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber trotz allem, wenn man da zart unterwegs ist, fängt man damit dann deutlich besser, als wenn man hier mit den großen Vorfächern unterwegs ist und hier mit, keine Ahnung, 10 Kilo Vorfach oder sowas. Das ist dann schon deutlich zu viel. So, also, die ersten 2 Minuten sagen Kleinkram, eine schöne Brasse ist dabei, eine schöne Güster ist dabei und das Ganze hier komplett auf Knoblauchteig. Aber, was schon mal ganz gut ist, Frequenz ist da. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das schmeckt und hier jetzt so langsam kommen die größeren, ja, im Kilobereich. Jawohl, fast 2 Kilo sogar. Also, das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Seit ungefähr 20 Uhr stehe ich hier und werf auch schon raus. Habe jetzt die Vorfächer alles erstmal richtig eingestellt bei den Ruten. Futtermische schon mal rausgeballert. Also beim Brassenangeln ruhig ein bisschen mit Vorarbeit rechnen, Vorbereitung, dass man dann so um diese Uhrzeit jetzt 23 Uhr rum Futtermische schon im Wasser hat. Und dass es dann richtig lübt. Ich sehe auch hier gerade im Chat, 3 Kilo Brasse wurde gerade schon gefangen. Sehr, sehr schön. Und in den letzten Tagen war es auch schon ganz wild. Denn der Post ist schon ein bisschen länger draußen. Ja, wie gesagt, wenn du noch nicht im Discord bist, unterm Video ist der Link dazu. Da einfach mal reinschauen. Da gibt es jede Menge Beiträge von mittlerweile über 4000 Usern. Lohnt sich also. Ja, ich bin gespannt, was geht. Vom Setup her, beziehungsweise fangen wir mal an von der Position her, wo stehen wir denn hier unten überhaupt? Das ist hier der Spot, diese tiefe Stelle, funktioniert immer wieder gut, kann man auch mal von der anderen Seite anwerfen oder eben hier in diesem Bereich hier von der Brücke, man kann es auch mal hier oder hier versuchen, aber das hier ist halt so ein bisschen, ne, es geht halt so ein bisschen weiter vor hier und dann kann man da schön locker auf 15 Meter auswerfen, das passt dann immer ganz gut. Setup, wie gesagt, fein. Auch dazu gibt es ja schon verschiedenste Videos. Kann ich auch nochmal gerne verlinken. So ein paar Basic-Videos auch, wo verschiedene Spots dann auch noch genannt werden, die man immer wieder abklappern kann,
wenn man auf Brassensuche ist. Genau, Setup ist jetzt wie folgt zusammengebaut. Ich bin hier, ich sag mal, mittelschwer vom Grundsetup unterwegs. Man kann natürlich hier auch deutlich feiner, selbst mit dem Anfängerset kann man sich hier hinstellen. Hat dann natürlich selbst bei so einer 2- und 3-Kilo-Brasse schon einen mächtigen Drill. Also die hauen dann schon ordentlich rein. Aber man kommt dann eben auch dazu, dass man da relativ schnell ganz gut Silber macht damit. Also gar nicht verkehrt. Und sobald man dann hier sowas hat wie so eine HSV zum Beispiel, dann läuft das richtig gut. In dem Fall habe ich jetzt mal hier Vorfachsmaterial genommen statt Fluorocarbon in 6,8 1er Haken mit Knoblauchteig. Und wenn wir uns das hier nochmal anschauen, na, ziehen wir erstmal raus, dann gucken wir rein. Irgendwas Lüttes noch. Genau, 1er Haken, groß Knoblauchteig und dann hier das ganz normale Fluorocarbon, was man auch so kaufen kann. 6,4 Kilo reicht da völlig. Hier, ich bin ja hier komplett auf Inline-Montage. Wenn man hier, also es empfiehlt sich eigentlich immer die Schlaufenmontage auch zu nehmen und auch Skillpunkte rein zu investieren. Ich habe irgendwann mal auf Inline gewechselt, weil ich ja eigentlich das nur noch verwende für kleine Fische. Und da ist die Inline vielleicht doch noch ein bisschen interessanter. Hier dann dementsprechend auch den Futterkorb gewählt als Inline-Futterkorb. Ansonsten nimmt man da hier so ein einfach hier so ein sowas hier nach. Das sind die guten Futterkörbe. Wenn man sich das natürlich noch nicht leisten kann, fängt man normal an mit den Basics. Einfach das günstigste, was es gibt. Hauptsache, man kriegt das Futter rein. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter werfen. 15 Meter war noch nicht so ganz in den Clip. So ungefähr, ne? Ja, genau. Also, raus damit. Und wie gesagt, wenn ihr mal in einer Nacht hier 30 Futterbildchen reinballert, ist das überhaupt kein Problem. Die Brassen snacken das einfach weg. Ja, da haben wir doch mal endlich einen etwas größeren Brocken dabei. Ich habe hier gerade mal gewechselt vom 2er-Haken auf den 1-0er-Haken. Also deutlich größer hier jetzt, aber hier auch diese schlanke Form und dann, wie gesagt, hier den Knoblauchteig wieder drauf. Gucken wir mal, ob der, es ist einfach zu heftiger Wind, ob der so ein bisschen, so, ob der so ein bisschen bessere Brocken rauszieht. Ja, 4 Uhr morgens, so langsam wird es Zeit, dass hier noch ein paar dicke Brocken reingehen. Bisher für mich noch nicht so ergiebig. Und es gehen weiterhin nur die Lütten-Dingers rein. Also, schwierig hier, zumindest bei dem Sturm oder Wind, dass hier alles, aber eigentlich kann das nicht der einzige Grund sein. Es sollte genug Futter am ganzen Spot sein, aber in Gänze noch viel zu wenig. Ich ziehe nochmal ein bisschen durch, vielleicht ballert ja ein bisschen was Besseres noch rein. Na, und tatsächlich hier wieder. Der hat doch wieder ein bisschen Bock. Also wieder hier auf dem 1-0er Haken. Immerhin der liefert die dicken Brocken. Auch wenn es nicht viele sind. Und wir haben mittlerweile über 10 Meter die Sekunde Sturm. Also richtig heftig. Das ist ja auch selten hier an der Festung. Aber zum Glück kommt er jetzt fast von vorne. Hat so ein bisschen weiter gedreht. Das heißt, das fliegt alles nicht mehr weiter weg. Ich tue jetzt hier nochmal in letzter Panik, bevor die Nacht dann ganz rum ist, nochmal schnell Knoblauchteig, alles auf dem 1er Haken hier drauf. Zack, raus damit. Und dann versuchen wir wenigstens nochmal auf dem 1er, sag ich, 1-0er Haken so ein paar Brocken zu ziehen. Ei, 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 ei. Ja, fängt ja gut an hier die Stelle. Ei, 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 ei. Ich teste hier gerade aus Verzweiflung direkt den nächstgelegenen Spot, weil es ja mit den Brassen in der Nacht nicht so funktioniert hat. Also da muss man doch was anderes testen. Zack, 3,50 Meter weitergelaufen. Und ja, ich probiere hier gerade auf Schleier eigentlich. Hab hier Schleienfuttermische ausgeworfen. Und ja, es zuppelt gerade hier auf Käse. Und der Prügel ist jetzt gerade reingegangen auf Honigteig. Also, Brasse hier hat für mich nicht funktioniert. Also direkt weiter ein bisschen, ja, ein paar Meter hier rüber.
andere Stelle ausprobieren, fiedern, Fiederkorb bestücken, Futtermische rein, Köder dazu und gucken, was reingeht. Ja, und wie man sieht, es geht auch was rein, wenn man denn will. Anscheinend geht hier der Knoblauchteig ganz gut, Honigteig ganz gut. Heißt, ich nehme hier die zweite Route mal eben runter. Beziehungsweise dann nehmen wir den Käse runter und tun da wieder den Honigteig drauf. Und damit haben wir dann hier schön zwei Routen mit Honigteig, eine mit Käse. So. Und ähnlich zusammengebaut, wie gerade beim Brassenangeln. Kein Unterschied eigentlich. Einser Haken jetzt hier überall genommen. Fluorocarbon oder das geflochtene Vorfach. Und dann gib ihm. Ja, und dann lüppt es im Idealfall. Ne? Gucken wir mal, was jetzt hier geht. Ich teste jetzt einfach mal schön den Tag über. Man muss ja auch, wenn man Brassen angelt, tagsüber ein bisschen was finden oder sich suchen, wo man halt Kohle macht den ganzen Tag über, bis es dann halt wieder so 19, 20 Uhr ist, dass man zum nächsten Spot geht. Keine Ahnung, vielleicht teste ich die nächste Nacht dann mal hier in dem Bereich, in dem Tümpel, hier in dem Loch. Oder vielleicht mal hier drüben, dann muss ich gar nicht so weit laufen. Brasse halt immer schön in der Nacht und dann tagsüber hier andere Stellen absuchen. Immer so an den Schilfkanten oder da, wo die Seerosen sind, wo dann vielleicht sogar die Schleien sein können. Und es geht weiter. Na, so soll das doch sein. Gerade nochmal geändert hier auch auf Mistwurm. Denn da muss auch noch ein bisschen was gehen. Sehr gut, ey. Also, von den Ködern jetzt gerade. Käse hat gerade nicht geliefert. Honigteig hat, ja, den Giebel geliefert. Und was haben wir jetzt hier Großes? Ein kleiner Schuppi ist gerade auch schon mal reingegangen. Ich bin halt jetzt hier sehr fein unterwegs. Ne? Mit 6, noch was Kilo Vorfach ist das schon sehr knapp. Und hier geht der nächste Schuppenkarpfen rein. Oha, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn hier tatsächlich noch ein paar Schuppis sind. So, schön über den Rücken gezogen. 4 Kilo Schuppi. Das ist natürlich ein Ding, ne? Da müssen wir ja ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal etwas stärker hier rein. Ich glaube, für Schleier und Co. ist auch sowas wie ein 9,7er Vorfach nicht so schlecht. Kriegen wir auch hin. Auf den Mistwurm hier. Einfach auf 10 Meter geklippt. Alter, der Wind immer noch unnormal. Ey, so heftig. So, da geht es doch. Das sind ja noch nicht mal ganz 10 Meter. Vielleicht auch nur 6, 7. Und dann weiter testen hier. Zack. Na siehste. Mistwurm einfach immer wieder top. Top-Köder für alles gut zu gebrauchen. Der nächste feiste Giebel hier. Nicht schlecht. Also, hier scheinen auch die Giebel rumzustehen. Könnte man tatsächlich auch mit Giebel- und Karauschenfuttermische mal anfüttern. Ob man das nicht noch ein bisschen gezielter rausbekommt hier, die Lümmels. So. Ja, also, rumprobieren, ausprobieren. Brassen, wie gesagt, da suche ich mir einen neuen Spot. Aber hier tagsüber einfach mal so in den Ecken hier an den Brücken, auch da vorne in dem Bereich, immer wieder eine gute Stelle. Einfach mal verschiedene Köder testen, Mistwurm, Käse, die verschiedenen Teige einfach reinwerfen und testen. Immer eine schöne Futtermische dazu. Und dann gönnen. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.